ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Suzuya Stufe 7 Premium-Kreuzer der Japaner. Gott sei Dank gibt es dieses Schiff aktuell nicht mehr zu erwerben, denn sie ist wirklich verdammt stark und ist eine absolute HE-Schleuder. Mit 15 Murmeln auf einen DD. Sayonara, Freunde. Sayonara, da haben die DDs nichts mehr zu lachen. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, kommen wir zum geschichtlichen Teil, denn dieses Schiff gab es wirklich. Die Kielegung war am 11. Dezember 33 und die Dienststellung am 31. Oktober 37. Sie war 200,6 Meter lang, 19,20 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 14.795 Tonnen. Die Suzuya war das erste Schiff der zweiten Baugruppe der Mogami-Klasse, von der sie sich bei großer äußerlicher Ähnlichkeit, insbesondere durch eine veränderte Rumpfform, eine modifizierte Belüftungs- und Schornsteinanlage und weitere Details, beispielsweise in der Bemastung, unterschied. Das schauen wir uns natürlich gleich an. Von 39 bis 40 wurden die 155er entfernt und durch die bekannten 203er ersetzt. Und sie somit als schwerer Kreuzer umklassifiziert. Die 155er wurden dann als Secondary-Bewaffnung für die Yamato und Musashi verwendet. Sie nahm an zahlreichen Operationen im Pazifikkrieg teil, wie im Dezember 41 bei der Jagd nach der Force C und im November 42 bei der Beschießung des amerikanischen Flugfeldes auf Guadalcanal. Während der Schlacht von Leyte im Oktober 44 wurde sie von Fliegerbomben schwer beschädigt und musste nach der Explosion eines ihrer Torpedorohrsätze am 25. Oktober aufgegeben werden. Das war die kurze, intensive Geschichte der Suzuya. Ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal. Ich hatte euch ja gesagt gehabt, sie sind ähnlich. Also es gibt schon so ein paar Unterschiede. Ihr seht es schon an dem Rumpf. Der ist ein bisschen gewölbter, beziehungsweise schaut das Heck an. Das Heck ist ein bisschen gewölbter, wir machen es mal so. Schaut mal hier, hier ist es ein bisschen kastenförmiger, ein bisschen höher. Bei der Suzuya ist es dann doch ein bisschen, hier gerade in der Mitte, so ein bisschen gewölbter. Dann ein ganz, ganz großer Unterschied sind die zwei Masten. Der hintere Mast ist ein bisschen größer als der von der Mogami und der vordere unterscheidet sich dann komplett. Wir schauen uns das natürlich jetzt hier nochmal an. Schaut, da vorne haben wir hier so eine Radarantenne oben drauf und hinten, der ist deutlich kürzer als der von der Suzuya. Also, Wargaming hat sich hier die Mühe gemacht und hat wirklich das Schiff 1:1 detailliert in das Spiel gebracht. Ist ja auch ein Exklusivschiff, also dieses Schiff gibt es wirklich nur bei Legends und nicht bei der PC-Version. Ja, also hier sind dann wirklich die zwei Unterschiede. Gut, dann würde ich sagen, ihr seht ja hier schon, wir haben hier die 203er drauf, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, also hier ist schon die umgebaute, der schwere Kreuzer Mogami und hier haben wir halt noch die Vorvariante mit den 155ern, wie ihr sie hier seht. Ja, der leichte Kreuzer in Anführungszeichen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was ich so in die Suzuya eingebaut habe. Wir haben als erstes das Zielsystem Mod 1, als zweites haben wir natürlich das Steuergetriebe Mod 2. Als drittes, und da kann man ein bisschen schwanken, habe ich aktuell das Steuergetriebe Mod 3, weil ich sie gerne doch recht agil fahre. Man kann aber auch das Tarnsystem nehmen, um einfach den Beschuss oder der eingehende Beschuss oder die Streuung des Beschusses, so rum, die Streuung des Beschusses zu erhöhen. Denn wenn ihr einmal kurz Breitseite zeigt und sie zeigt eigentlich recht lange Breitseite, dann kann das richtig scheppern. Deswegen würde ich wahrscheinlich wieder das Tarnsystem Mod 1 nehmen. Wir bauen es einfach mal kurz ein. Zack und fertig aus Nikolaus. Und zum Schluss haben wir natürlich Feuerleitanlage Mod 2. Man könnte natürlich auch die Nachladezeit runterdrücken, aber dann sind die Türme halt sehr träge. Deswegen, ich mag lieber die Reichweite und dann kann man halt auch schön die anderen Kollegen mit HE vollspammen. So, kommen wir mal zur Ausrüstung. Wir haben dabei Schadensbegrenzung. Wir haben zweimal Sonar. Man kann es auch hier gegen defensives Flakfeuer austauschen. Würde ich aber nicht machen. Ich würde hier wirklich auf das Sonar bleiben. Dann haben wir Katapultjäger dabei und wir haben zweimal Reparaturmannschaften dabei. Wir haben hier auch die Suzuya-Fahne, die gab es natürlich mit dazu. Kommen wir zum Werten. Wir haben hier Überleben 50 Punkte, 38.000 Trefferpunkte, 6 bis 140 mm Panzerung, 10% Torpedoschadensverringerung. Also wirklich ein Standardwert für ein Anführungszeichen leichter Kreuzer auf Stufe 7. Artillerie haben wir jetzt hier 5x355er, also 15 Murmeln, die in der Luft sind. Feuerreichweite 18,6 Kilometer. Nachladezeit 9,3 Sekunden. Dauer 180 Grad Gewehr 25,7 Sekunden. Sprenggranatenhöchstschaden 3078 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 19%. Und das habe ich damals im Stream schon gesagt gehabt. Die 19% finde ich einfach
viel zu viel. Also ich finde, gerade da man 15 Murmeln in der Luft hat, hätten auch 12% locker gereicht bei dem Teil. Hätten wirklich locker gereicht. AP-Granatenhöchstand haben wir 3300, Secondary haben wir 4x227er. Und ihr seht, wir machen einen Schaden von 2100, Brandwahrscheinlichkeit auch 16%. Also das Ding ist wirklich eine absolute HE-Schleuder. Kommen wir zu den Torpedos. Wir haben hier 4x4, 610 mm, Nachladezeit 109 Sekunden, Dauer von 180 Grad, 6 Sekunden, Höchstschaden 17.233, Erkennbarkeit 1,5. Ja, die ist jetzt nicht so gut. Torpedo-Reichweite 11 Kilometer ist wirklich hervorragend. Torpedogeschwindigkeit 56 Knoten ist für einen Japaner doch ziemlich langsam. Flugabwehr sind wir auch nicht schlecht aufgestellt. 44 Punkte könnt ihr euch gerne selbst durchlesen. Also wir können hier auch einige Flugzeuge vom Himmel holen. Manövrierbarkeit haben wir hier 73 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 34,5 Knoten. Das ist wirklich in Ordnung. Wendekreisradius 750 Meter und eine Ruderstellzeit 4,5 Sekunden. Also Wendekreisradius, ihr merkt schon, sie braucht halt ein bisschen, bis sie halt komplett einmal umgedreht ist. Und da ist sie dann auch wirklich anfällig. Tarnung haben wir natürlich auch an Bord. Wir haben jetzt hier 10,6 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser, 6,6 Erkennbarkeit zur Luft und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometern. Ja, Panzerung, ihr seht, wir haben einen sehr weichen Rumpf. Wir haben allerdings hier unten, wir machen mal kurz den Torpedoschutz aus. Wir haben hier in der Mitte, ich komme hiermit einfach nicht klar, Freunde. Hier, wir haben natürlich hier den Panzergürtel, doch einen recht dicken Panzergürtel. Das ist aber auch unser Nachteil, denn so können natürlich Schlachtschiffe auf uns richtig Schaden farmen. Wenn sie natürlich da drüber einschlagen, auf den weichen Rumpfteil, dann machen sie höchstwahrscheinlich, wir haben hier 25 bis 30 mm, machen sie höchstwahrscheinlich fast nur Overpants, aber wenn sie hier unten reinschießen, dann tut es richtig, richtig weh. Ich finde es schon wieder nicht, Freunde. Ich bin da echt zu doof für. Wo ist es denn hin? Hier war es doch eben, oder nicht? Hallo? Bin ich denn? Hier. Entschuldigung. Also, ihr seht, 65 bis 140, da tut es dann richtig weh, wenn es da einschlägt. Und ihr seht, die Zitadelle liegt auch ziemlich weit oben. Also da solltet ihr aufpassen, dass ihr mit der Suzuya keine Breitseite zeigt. Aber das ist eigentlich selbstverständlich. So, Übersicht. Wir haben Geschütze im Überfluss. Das stimmt. Hoher HE-Schaden. Das stimmt auch. Und ich finde es einfach nicht gerechtfertigt. Und wir sind natürlich absolut wendig. Ja, sie ist gegenüber anderen... Ich finde jetzt... Gut, Cleveland ist halt wirklich ein leichter Kreuzer. Aber ich finde, gegenüber anderen Kreuzern ist sie doch ein bisschen schwerfällig. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Kapitän an. Ich habe natürlich die Azulane... Ja, AL, Atago, Frau drauf. Ich habe als Inspiration Nikolai Kuznetsov und André Rouge. Ich habe mich natürlich für die Atago-Frau entschieden, weil sie halt ein Hybrid ist. Sie kombiniert Mikawa und den Yamamoto und hat natürlich dann hier nochmal den HE-Schaden-Erhöhung oder beziehungsweise die Brandwahrscheinlichkeit wird erhöht und natürlich auch den HE-Schaden. Ja, es ist wieder ein Kapitän, der doch ziemlich OP ist. Wir haben als Basisfähigkeit natürlich der Tod von unten, reduziert die Erkennbarkeit ihrer Torpedos. Dann haben wir natürlich außerhalb der Reichweite, wir haben Brandstifter, wir haben Schwamm und wir haben fixiert und zum Schluss natürlich Nachfüllstation. Wenn ihr die gute nicht haben solltet, dann gibt es mehrere Varianten. Ihr könnt sie mit Yamamoto spielen, dann ist sie sehr präzise. Allerdings hält sie nicht viel aus. Zeigt ihr Breitseite, könnt ihr wirklich One-Shot raus sein. Ihr könnt natürlich dann noch den Mikawa nehmen. Der Mikawa ist dann, ich sag mal, der defensive Part. Dann könnt ihr sie halt, obla, dann könnt ihr sie halt wirklich standfester machen. Ihr könnt dann hier auch wieder Schwamm benutzen. Ihr könnt hier volle Kraft vorausnehmen. Ihr könnt genial nehmen und steuerbar. Also ihr macht sie dadurch sehr, sehr agil. Und doch, das ist ziemlich geil. Also das ist dann wirklich sehr, sehr geil. Und dann fühlt sie sich doch schon fast so an wie eine Atago, weil die Atago ist schon sehr wendig. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber sie streut dann ein bisschen mehr. Also dann solltet ihr als Inspiration dann doch gegen die Streuung arbeiten. Yamamoto war es, glaube ich. Nee, Quatsch, der Norman Scott. Und dann eventuell dann auch den Kuznetsov, um die Reichweite dann einfach zu erhöhen. Also Mikawa ist auf jeden Fall eine absolute, sehr gute Alternative. Wenn ihr aber noch die, jetzt muss ich überlegen, die Takao haben solltet, das ist nämlich auch wieder ein Hybrid, da könnt ihr wieder beides kombinieren. Dann könnt ihr auch die nehmen, die AL Atago nicht haben solltet. Nee, geht dann hier außerhalb der Reichweite, geht auf Pyromane, Schwamm, fixiert und Nachfüllstation. Wir können es ja einfach mal einstellen, damit ihr seht, wie ich sie skillen würde. Könnt natürlich auch hier das hier nehmen, Drehgeschwindigkeit der Geschütze des Kreuzers, weil ihr wisst ja, die Japaner haben von Haus aus wirklich sehr träge Geschütze. Also die Takao kann auf der Suzuya auch wirklich viel Spaß machen. Also ihr habt hier wirklich viele Alternativen, Mikawa, Yamamoto, AL Atago und die, ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Takao. Ja, Freunde, das war's dann im Großen und Ganzen auch schon und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich!
So, Freunde, willkommen auf der Suzuya. Wir sind hier Kampfzone Herrschaft unterwegs. Begleitet werde ich von Dark Raptor und Destroy 1666. Schöne Grüße gehen raus. Wir haben an Iowa, an Alabama, Bismarck, Sinop, Ismail, Hipper, Siegfried Kagero und Akazuki im Gegnerteam. Wir sind hier bei C und ich würde sagen, da bleiben wir auch. Was haben wir so? Ja, zu spät. Ja, Suzuya, das ist wirklich so ein Schiff. Was soll ich sagen? Hätte man das gebraucht. Ja, wir haben Champagne, Iowa, Sinop, Mogami, Indianapolis, Akazuki. Oh, Raptor in der Lefantask und Destroy in der Odin. Nein, nicht negativ. So, wir sind hier bei C, gespawnt. Jawohl, Swing High Schnitzel ist wieder on Tour. Wir bleiben natürlich hier bei C, mal schauen, was uns so erwartet. Ja, Suzuya ist so ein Schiff. Ich mag die 155er und ich habe es mir auch gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Aber man hätte die Brandwahrscheinlichkeit wirklich deutlich runterdrücken können. Ja, ich weiß, ich habe den AL, die AL Atago drauf. Aber auch ohne AL Atago ist sie halt wirklich eine Brandschleuder. Und ich weiß nicht. Man macht sie einfach zu einfach. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde, das hat das Schiff gar nicht nötig. Weil dann so wird natürlich das Schiff in eine Schublade gesteckt, wo sie eigentlich gar nicht so hingehört. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum Wargaming die Schiffe immer so einfach macht, damit hier auch die Casual Gamer dann mit den Primo-Schiffen abgehen können. Weiß ich nicht. Finde ich nicht wirklich sonderlich geil. So, wir haben dann eine Alabama. Und noch ein Schlachtschiff. Müssen wir gleich mal gucken. Ah, die bewegen sich ja nicht wirklich. Da schießen wir natürlich direkt drauf. Müssen ja aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Breitseite zeigen. Und haben sie natürlich direkt in Brand gesteckt. Iowa schießt auch auf uns. Deswegen schnellstmöglich abdrehen. Komm schon. Jawohl. Das war nix. Das hat uns nicht wehgetan. Drehen hier wieder ein bisschen ein. Dass wir hier auch nochmal auf die Alabama schießen können. Komm. So. Versuchen uns jetzt hier auch nochmal ein bisschen mit dem Bug anzuwinken. Oh, da ist eine feindliche Akazuki. Leider wieder zu. Leider wieder zu. Perfekt. Also ich kann euch sagen, Raptor in der Lefantask ist wirklich ein böser Gegner. Also der geht mit der Lefantask wirklich, wirklich ab. Der beherrscht das Ding wirklich gut. So, wir fahren jetzt natürlich auch mal ein bisschen in Richtung C. Aber die Jungs wollen da hinten aus ihrer Ecke nicht raus. Die wollen da aus ihrer Ecke nicht raus, obwohl wir hier nur mit drei Schiffen sind. Also momentan hätten sie halt die Zeit, sich wirklich richtig gut zu positionieren, anstatt stationär da rumzustehen. Aber da kommt natürlich jetzt hier Unterstützung. So, ich hoffe, dass die Akazuki nochmal aufgeht. Ich hoffe hier nochmal, dass die Akazuki aufgeht, weil das kann die Suzuya ja richtig gut DDs vernichten. Aber ich kenne mein Glück, meistens kommen die dann oder werden dann gespottet, wenn ich dann schon geschossen habe. So, Alabama hat wieder daneben geschossen. Da kommen die nächsten Torps, aufpassen. Siegfried steht da auch. Mal gucken, vielleicht können wir ja der Siegfried die Torpedowerfer raushauen. Jawohl, nee, war kein Torpedowerfer, das war nur Flak. Das war nur Flak. Oh, unsere Akazuki hat es zerrissen. So, Iowa schießt auf uns. Wir gehen hier nochmal auf die Alabama. Also, die wissen, ich glaube, die Jungs haben nicht so wirklich einen Plan, was sie machen sollen. Die wissen nicht so wirklich, was sie machen sollen. Jawohl. Alabama brennt wieder. Komm schon. Da ist die Akazuki. Da ist die Akazuki. Jawohl. Siegfried brennt auch wieder. Vielleicht treffen wir die Akazuki mal. Leider nicht. Leider nicht. Da hat sie Glück. Da hat sie Glück. Und ihr seht, wir haben den Nachteil jetzt hier, dass die Turmdrehgeschwindigkeiten halt nicht die besten sind. Jawohl, und Raptor hat sie rausgekriegt. Wir versuchen jetzt hier wegzufahren. Die interessieren sich auch gerade überhaupt nicht für uns. Die interessieren sich gerade auch überhaupt nicht für uns. Dann werden wir das natürlich auf jeden Fall bestrafen. Und da dachte ich mir dann irgendwann auch so, ja Jungs, wenn ihr da nur doof rumsteht, das kann ich auch. Das kann ich auch. Dann spielen wir jetzt mal hier richtig schön Dirty. So, wir drehen uns erstmal wieder ein. Dass wir natürlich jetzt hier nicht so viel fangen. Perfekt. Alabama brennt wieder. Alabama brennt wieder. Na komm schon.
Siegfried. Siegfried ist gleich raus. Torpedos von... von Raptor sind unterwegs. Könnten die Siegfried rausnehmen? Wir haben ja die Alabama nochmal angezündet. Ne, gehen daneben, aber Destroy hat sie rausgeholt. So. Wir gehen jetzt hier weiterhin auf die Alabama. Ich dachte mir, gut. Wie ich ja eben schon sagte, wir spielen jetzt auch hier schön dirty. Wir bleiben jetzt hier hinter der Insel stehen. Ihr wisst normalerweise überhaupt nicht meine Machart. Ihr werdet dann auch sehen, dass ich das nicht lange kann. Ich kann das einfach nicht. Das ist, keine Ahnung, das ist, als würdet ihr mich zwingen, Blumenkohl zu essen. Und ich hasse Blumenkohl, Freunde. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Blumenkohl. Ich würde es partout nicht essen. Und deswegen, ich bin kein Camper und ich kann einfach nicht lange campen. Fahr jetzt hier zurück. Ah, ein bisschen zu weit vorne. Er bremst auch schon wieder ab. So, Alabama bremst hier auch schon wieder ab. Ja, komm schon. Können wir die Alabama nochmal anzünden? Jawohl, Alabama bremst hier nochmal. Und bekommt hier eventuell, ja, die Torpedo von Dark Raptor. So, dann fahren wir natürlich jetzt hier vor. Kümmern uns jetzt hier um die Iowa. Also die Jungs waren hier wirklich sehr defensiv unterwegs. Wir haben das Ding hier gut gerockt. Muss man ganz ehrlich sagen, wir haben das Ding hier wirklich gut gerockt. Versuchen jetzt hier nochmal die Iowa anzuzünden. Na komm schon. Brenn, Iowa, brenn. Ah, schade. Da ist sie uns rausgedreht. Hat hier Destroy auch versenkt. Fährt wieder rückwärts. Also ich glaube, der ist in dieser ganzen Runde nicht einmal vorwärts gefahren. Brennt wieder. So, wir versuchen das Ding jetzt hier noch anzuzünden. Raptor fährt zu B, versucht hier B zu cappen. Weil ich habe zu ihm gesagt, komm, die Iowa, die bekomme ich auch alleine hin. Die bekomme ich auch alleine hin. So, wir drehen, wir drehen, wir drehen. Also ihr müsst bei der Suzuya wirklich aufpassen, dass ihr euch mit dem Drehen nicht verschätzt. Weil ihr seht, sie ist schon recht träge. Sie ist schon wirklich recht träge. Und wenn ihr zu spät einlenkt, dann kann es wirklich passieren, dass ihr da ordentlich einen auf die Pizze bekommt. So, Doppelbrand auf der Iowa. Doppelbrand auf die Iowa. Oh, die Iowa fährt vorwärts, Freunde. Die Iowa hat den Vorwärtsgang gefunden. Ah, wir müssen ein bisschen tiefer ziehen. Wir müssen ein bisschen tiefer ziehen. Ah, dreht wieder komplett ein. So, wir müssen wieder gegendrehen. Ah, das hätte schon ein bisschen zu spät sein können, aber... Nee. Nee, war noch alles gut. War noch alles gut. Dreht weiter. Sie dreht weiter. Hat nur noch einen Brand. Sie hat nur noch einen Brand. Jetzt brennt sie gar nicht mehr. Also wird es Zeit, dass wir sie hier nochmal erneut anzünden. Die kommen schön gebündelt, Freunde. Die kommen schön gebündelt. Ah, hätten wir ein bisschen höher halten müssen. Sind nur vorne am Bug eingeschlagen. So, wir drehen nochmal. Jawohl, wieder nicht getroffen. Sie brennt wieder. Sie brennt wieder. Ah, wieder schön gebündelt. Und Raptor holt sich da das A-Cap. Also der holt sich jetzt hier die Punkte. Iowa brennt wieder erneut. Vernichter freigeschaltet. Perfekt. So, jetzt hast du uns ein bisschen eine gedrückt. Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, weißt du was? Wir nehmen die Torpedos. Wir nehmen die Torpedos. Weil ihr seht, sie versucht uns rausrammen zu wollen. Aber das werden wir natürlich verhindern. Ich warte jetzt nochmal, bis sie einmal geschossen hat. Es wird ein bisschen enger. Also wir müssen jetzt torpedieren. Wir müssen jetzt die Breitseite zeigen. Wir müssen jetzt die Breitseite zeigen. Ja, kriegen hier auch eine Zita. Aber das ist nicht schlimm, Freunde. Denn wir können jetzt hier torpedieren. Und adios, Iowa. Iowa ist raus. Bandschrift noch freigeschaltet. 120.496 Schaden gemacht. Ja, jetzt fehlt nur noch ein DD. Jetzt fehlt nur noch ein DD. Mal schauen, ob wir den noch aufkriegen. Ah, Kagero hat die Iowa rausgetroppt. Also der ist da oben bei Raptor in der Nähe. Der ist da oben bei Raptor in der Nähe. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mal schauen, ob Raptor das Teil noch eventuell rausbekommt. Oder wir hier wieder auf Zeit spielen müssen. Haben wir denn keinen Radarkreuzer dabei? Der das Ding eventuell aufdecken kann? Wir haben doch da einen Kreuzer. Ich weiß nur nicht mehr, was das für ein Kreuzer war. Ich weiß nur nicht mehr, was das für ein Kreuzer war.
Also die Drillingstürme, die sehen schon geil aus, das muss man ehrlich sagen, ne? Ich mag sie schon gerne, aber ich hätte die Brandwahrscheinlichkeit wirklich deutlich runtergesetzt. Ich weiß nicht, warum man so auf die HE schwört in dem Spiel. Versteh es nicht. Das macht das Spiel einfach zu einfach. Ja, und die Leute müssen halt überhaupt nicht mehr nachdenken. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Na komm schon. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Komm, zeig dich doch. Du hast das Ding doch eh verloren. Du hast das Ding doch eh verloren. Ah, da ist er. Da ist er endlich aufgegangen. Gott sei Dank. Los, dann nehmt ihn raus. Dann nehmt ihn raus. Er löst ihn von seinen Qualen. Ah, Raptor ist schon... ist schon fokussiert und fährt hin. Ah, vielleicht kriegen wir auch gleich nochmal die Reichweite. Raptor weiß natürlich jetzt, wo er ist. Ich hoffe, Raptor hat noch einen Motorboost. Obwohl es von den Punkten her langsam eng wird. Langsam wird es eng. So, wir haben jetzt hier Nachfüllstation. Ach, Kagero ist noch komplett voll. Aber auf 19 Kilometern glaube ich nicht, dass wir sie da treffen werden. Ich glaube nicht, dass wir sie da treffen werden. Aber wir haben hier nach Punkten gewonnen. Sehr schön, Freunde. 120.000 Schaden. Ein Schiff versenkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Vernichter und Brandstifter freigeschaltet. Platz 2 mit 1993. Basis P. Platz 1 ist Raptor. Und 149.175 Credits plus gefahren. Ja, kleines Fazit, die Suzuya macht Spaß, sie ist sehr, sehr stark. Ich hätte die Brandwahrscheinlichkeit wirklich ein bisschen runtergedrückt gehabt. Klar, ihre Stärken sind halt die HE, weil sie ein kleines Kaliber hat. Aber trotzdem muss die Brandwahrscheinlichkeit bei 15 Murmeln in der Luft nicht so hoch sein. Und dann wäre das Ding wirklich super gebalanced gewesen. So finde ich sie ein bisschen zu stark. OP würde ich nicht sagen, aber ein bisschen zu stark ist sie schon. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerbare, macht's gut.